mich aufzupassen. Mein Screenshot von. Sag mal, Thumbnail gemacht. Was bewachst du denn? Mit deiner Pilotenmütze. Ah, die haben alle schön das Trommelmagazin. Oh ne, Birben. Hast Scheiße gebaut? Ja, hast du sowieso, ich sehe das schon. Oh ne. Oh ne, wird gespeichert. Birben? Als wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und stell mich mal hier hin, ne? So dass ich euch alle bezahlt, sehe. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst. Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, war nur ein Scherz. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt, ich hasse das so sehr. Mach das Tor auf. Na, sieh du ruhig aus. Die Luft ist weit. Luft. Danke. Viel Glück, Leute. Mach zu hinter uns, denn das hier ist scheiße, was wir hier treiben. Ah, du. Nee. Ja, bleib mal ruhig. Ich muss erstmal hier die richtige Waffe wieder auswählen. So. Jetzt haben wir nur kurz die Station gesehen. Ich weiß. Ihr erwartet mehr. Wir gehen jetzt das erste Mal an die Oberfläche. Aber... was ich auch sagen kann, ist, wir schaffen jetzt hier mal einen riesen Cliffhanger. Denn die Oberfläche kommt hier erst beim nächsten Mal zu sehen. Also schön weiter Metro schauen. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, grünste Börben. Willkommen zu Hause, Artyom. Ganz vorsichtig. Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suchen nach Schrott, Mun, alles, was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Durchsuche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Oft bauen die sich an der Oberfläche Verstecke, nur für den Fall. Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. Was haben wir denn hier? Ah, ein Filter. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Gute war. Ich wollte jetzt einen schönen Cliffhanger schaffen. Dummerweise ist das gesamte Video, das ich schon vorher auf der Station aufgenommen hatte, verschwunden. Datei kaputt. Also nicht mehr hochladbar. Es fehlt nicht viel, sondern nur, wie ich Filter gekauft habe und einen Haufen sinnloses Zeug geredet habe inmitten der Station. Ich musste jetzt direkt schon das hier an der Oberfläche da dran schneiden, sonst hättet ihr ein Video gehabt, das nur knapp 3 Minuten lang gewesen wäre. Das wäre natürlich dann auch nicht mehr der super Cliffhanger gewesen, das hättet ihr auch alles super scheiße gefunden. Genau wie ich. Deshalb nehme ich noch ein klein wenig länger auf hier, was ich euch hier dran schneide. Also wir müssen die Gasmaske aufziehen. Zack. So. Natürlich, wir sind das erstmal an der Oberfläche. Das ist irgendwie alles geheimnisvoll.
ist irgendwie alles cool. Wir müssen an der Oberfläche aufpassen auf Fallen. Da regt sich doch was. Oder höre nur ich das? Oder ist er das? Irgendwo ist was aufgegangen, ne? War da was? Achso, hier liegt einer. Hab ich gar nicht gesehen. Muni. Oh, Red Kalakken. Bereit? Gehen wir. Klar. Mach die Tür auf. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Dämonen, Junge. Versteck dich, Junge. Ja. Mach ich denn hier? Sagt er tatsächlich sogar, Junge. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Er hat auch schon zu viel Luke gespuckt. Ich nenne sie Mistkerle. Ich folge dir. Das geh doch. Ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Nein! Also das nenne ich nun wirklich Pech. So eine Scheiße. Jetzt soll ich alleine klar machen hier, ne? Du musst außen rumgehen, Artyom. Ja, das dachte ich mir mal wieder. Verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger-Versteck. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Schwätze. Was zum Teufel? Scheiße! Nein! Ist kein gelber Schnee. Mit was ein Typ, ey. Ja. Wir sind doch schon. Ich bin doch drin. Ey, ich bin drin. Ja, also, hat irgendeiner gedacht, dass das nicht funktioniert so? Ich mach mal Licht. Oder? Oh, jetzt hört sich nicht gut an. Lass schneller nach! Was? Minuten Filter, halt die Fresse. Ich muss irgendwie schneller hier durch, habe ich das Gefühl. Ich
darf gar nicht so rumtrödeln. Boah, ey, was das Spiel mich Nerven kostet hier. Zwischendurch habe ich das Gefühl, es ist irgendwie Let's Play ungeeignet, das Spiel. Ammunition. Ja. Aber das war's dann auch, ne? Also man muss schon nach oben. Oder weil, ja, der Aufzugsschacht ist es wohl kaum, ne? Ja, dann auf. Die kann man nicht öffnen. Weiter. Ist doch dunkel in dem Puff. Hallo? Muni? Oh je. Boah, Leute, ey. Ich mach meine Hose so ein bisschen. Ich dachte, da steht einer. Aber irgendwie bist du hier faul. Nach. Ah, das ist der Schacht. Da geht's nach unten. Filter. Oh. Nee. Wie verpasst man sich denn nochmal so ein Erste-Hilfe-Ding? Auf Schnellwahl. Ich weiß es nicht mehr. Draußen ist nur Geknurre. Sau scheiße. Oh nee. Also hier geht auf jeden Fall. Was macht er? Also wir können keine Erste Hilfe mehr tragen. Wir haben 5 Stück dabei. Das scheint auch das Maximum zu sein. Ne? Minuten. Also wäre dumm, wenn wir in einem Gefecht drauf gucken müssten. Also 2 Minuten, wenn ich jetzt hier den Filter wechsle. Einmal wieder 5 Minuten. So. Ach du Scheiße. Was ist das Vieh da oben? Zu. Mach die Tür wieder zu. Was ist das ein Typ? Lässt er die Tür auf? Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Mach die. Oh, Mann, ey. Was ein Kerl, ey. Das interessiert ihn gar nicht, weißt du? Also nach dem Motto so, ach, alles easy, was ist los und so. Ich bin mal gerade unterwegs, so an der Oberfläche und also Dinger und im Monster und so. Geht alles, kein Thema. Also die paar Monster, weißt du, und die machen mir gerade alles so und bin hier auch nur auf Urlaub, weißt du. Also normal lebe ich in einer viel härteren Gegend. Hallo? Boah, siehst du jetzt, ich krieg nie wieder den Verstand irgendwie. Komm hier rein. Ja. Was? Boah, ich hasse das voll, so den Kram hier.
Aber wir haben doch hier ein schönes Lagerfeuer, also wir brauchen doch sonst nichts. Ist das soweit alles in Ordnung? Schnieft auch schon wieder so. Alter, der frisst die Filter, habe ich das Gefühl. Naja, komm, Weiner. Wir sind in die scheiß Richtung. Was? Nein! Was ist das Vieh? Sieht nicht gut aus hier, das. Oh ne. Raus und nach rechts. Wir müssen raus und nach rechts. Ne, raus geradeaus. Ich wusste echt gerade nichts Besseres als laufen. Das sah aber auch ganz gut aus. Also ich habe das Gefühl, genau das haben die Entwickler erwartet, ne? Dass wir schnell hier rüberlaufen. Das stimmt alles mit meinen Gedönsen hier. Wie sieht es hier aus? Wir schrauben nochmal einen neuen Filter drauf. Hilfe können wir noch keine nehmen. Also wir stehen immer noch total gut da. Ey, entschuldigt Leute, wenn ich so wenig rede, aber ich habe schon öfter gesagt, irgendwie die Scheiße fesselt so dermaßen. Ich bin nach Norden zur Messestation gegangen. Die haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden. Wenn ich in meine so gebunden irgendwie in dem Spiel kann anders spielen.
So, aber irgendwie muss doch hier jetzt mal... das hier war ja die allgemeine... Was? Ach, Patronen. Das war die Falle. So ein Scheiß. War das hier hinten auch so? War die Stolperfalle hier überall eine Schrotflinte, wo man noch Patronen rausnehmen kann? Das wäre ja nett, ne? Oder war das... irgendwie nur eine reine Spreng- oder Alarmfalle oder... Ja, ich weiß es nicht. Ach so. Nee. Aber wir müssen wahrscheinlich hier in die Richtung. Ja, das sieht ganz gut aus. Türen können wir aber hier keine... Hoffentlich ist jetzt so ein Stolperdraht hier so fies auf so eine Treppe gelegt. Weiter runter oder wo geht's hier hin? Also die Tür ist zu. Flügelschlag. Ach, dieser Scheiß. Aber hier knackt der Geigermeter wieder wie ein Weltmeister. Ey, fress den nicht. Also lieber den als mich, aber... Filter anzetteln hier wieder. Dass der Kollege sich wieder ein bisschen besser fühlt. Wo ist der Schaffner rechts? Da ist er! Du hast mich zu Tode erschreckt. Ach, hallo Mund! Das bist du der Einzige, der schissene Box hat. Ich hatte schon gedacht, du wärst hinüber. Wir sind fast da. Nur noch einen Hof weiter. Ja, dann komm. Bin hinter dir. Was machen wir? Thank you.
ich lebe noch. Hier war nicht mehr feierlich, also das ist doch kein Spaß. Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Bourbon behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde.